Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Monkey Island 2, die Special Edition. Wir sind in Part 19, müssten wir sein, und ich habe mir Hilfe dazu geholt, und zwar den Praktix. Hallo! Der mich hier tatkräftig unterstützen wird. Und ja. Ich habe gerade Praktix erzählt, nachdem ich mir mehrmals die Aufnahmen vom letzten Mal angeguckt habe, habe ich jetzt das Zahlenrätsel verstanden. Wir werden uns jetzt die Eintrittskarte besorgen. Und dann bin ich mal gespannt. So, wo war das Kostümball immer so? Fat Island. Oh, und eine Cutscene. Achso, wir haben ja das zweite Kartenstück erhalten. La Gola Grande, die alte Potsau. Ja, aber echt. Aber ich hab noch seine gute Puppe. Ja, Mann, mach ihn tot! Kannst du der Puppe nicht so einen Arm oder so ein Bein abreißen? Oh, das weiß ich nicht. Hab ich nicht probiert. Nein, das lässt das Spiel leider nicht zu. Ich weiß nur, dass man Guybrush sterben lassen kann. Aber es kann auch sein, dass es im ersten Teil war. Wo man einfach, wenn man am Strand ist, mehrfach aufs Wasser klickt. Und er weigert sich immer und irgendwann geht er ins Wasser und er sagt ja, er kann länger oder er kann 10 Minuten die Luft anhalten. Und wenn man ihn dann 10 Minuten im Wasser lässt, stirbt er und dann kommen die Credits und das war's. Echt? Das habe ich ja noch nie ausprobiert. Also das habe ich auch noch nicht gewusst jetzt. Ja, hatte ich letztens irgendwo gelesen. So, und wir wollen natürlich wissen, wie die nächste Gewinnzahl lautet. Und das Rätsel, ja, ich habe das Rätsels Lösung gefunden. Dann bin ich mal gespannt, wie du dich anstellst. Eins. Yay. Vier. Du schlägst dich gut, Hydro. Ja. Das ist die 3. Okay, you must super! Yay! was? Sie erkennen mich nicht? Wurde erst heute hierher beordert. Neue Befehle. Da fehlt meine Lieblingsantwort. Ich verkaufe diese modischen Lederjacken. Ja, die hatte ich am Anfang. Die können wir im Gleichen nochmal stellen. Aber wir machen jetzt erstmal das hier. Sorry. I had a flashback there. What I meant was that I just joined today. Oh, okay. The winning number will be 2 red. 2 rot, das müssen wir uns merken. Was? 5 blau? Ja. Ah, klar, merke ich mir. Ich bin sehr leicht beeinflusst. Aber er hat doch eben gesagt 3 grün, ne? So, Achtung, jetzt bekommt der die 2 rot oder was? Dann rast ich gerade aus. Woher weiß die Hand eigentlich die Gewinnzahlen? Weiß ich nicht, aber Arnold Schwarzenegger hat doch in Terminator auch gesagt, sprich zur Hand. Das stimmt allerdings. Erstaunlich, wie der diesen Sack einfach so in seiner Hose verschwinden lässt. Vor allem, wie viel Kohle der Typ dabei haben muss, der Spielmeister. Nein, du startest ja am Anfang auch mit der Tasche voll Schätzen. Das stimmt allerdings, ja. Ganz kurz. ja, könnten wir uns jetzt hier eigentlich auch den Geldpreis nehmen und ewig viel Geld holen? Ich glaube irgendwie, das war so, dass das Geld alle ist und es gibt nur noch die Karte, oder? Ich weiß es nicht mehr. Na gut, wir wetten jetzt mal und schauen da mal. Okay, Kid, which number you want? 2 rot. 5 blaue gibt es nicht, deswegen nehmen wir 2 rot. Okay. Ah, na gut. jetzt bin ich mal gespannt, was wird's wohl, was wird's wohl? Ja, ich kann's auch kaum abwarten. Los, dreh dich schneller. Da wechseln wir zur Abwechslung nochmal die klassische Ansicht. Schön. Red, you're a winner, kid. Which of our fabulous prizes do you want?
take your pick. You can have 60 pieces of 60 Goldstücke haben, super. You can have the invitation to Governor Marley's Mardi Gras party. Or you can have a 3-day vacation on fabulous Hook Island. Ja Mann, Hook Island, Kurzurlaub. Nein, ich nehme mal die Einladung, dass wir hier so ein bisschen vorankommen. He wants the invitation. Congratulations. Yay. So. Jetzt gehen wir aber nochmal hinter zu der Hand. Und werden dann mal praktisch seinen Lieblingsspruch anwenden mit den Lederjacken. Und vielleicht holen wir uns doch noch die 60 Goldstücke. Schauen wir dann mal. Ich weiß gar nicht, ob man die Kuh überhaupt nochmal brauchte dann. Aufmachen, ich habe einen Durchsuchungsbefehl. Da, ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Toll, macht er direkt die zu. Ach. Nochmal. Ah, das ist seit dem ersten... Ja, aber dieser Spruch ist seit dem ersten Teil wirklich meine Lieblingsantwort. Immer wenn du das klicken kannst, klicke ich da auch drauf. Es ist ja, also falls ich wusste, es ist ja eine Anspielung auf Indiana Jones. Indiana Jones hatte ich auch gespielt. Ja, in irgendeinem der Filme irgendwie bringt er doch den Spruch irgendwie, ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Und oh, das da haben die halt. Ich glaube, das ist in Jäger des verlorenen Schatzes. So, 26 okay. Rot ist es. Wenn wir uns jetzt die Kohle nehmen und dann können wir uns ja auch noch den Kurzurlaub absahen. Ja, Mann. So. Nimmst du mich mit? 3 Tage Kurzurlaub auf Hook Island? Klar, fahren wir da zusammen hin. Was denkst du denn? Und hier Dread nehmen wir auch mit, den Rastafari. Yay, wir haben gewonnen. Winner, kid. Which of our fabulous prizes do you want? Take your pick. You can have 60 pieces of 8 or you can have a 3-day vacation on fabulous Hook Island. Ja, wir nehmen uns jetzt die 60 Gold, weil wir haben uns ja die silberne den silbernen Teller geholt mit dem Rockstar drauf. Dann holen wir uns jetzt das Geld wieder. He picks the money. Well, I'm out of money for today. Tada! Ah, jetzt ist er pleite, okay. Also konnte man sich einmal Geld holen. So, aber wir holen uns jetzt noch den Kurzurlaub. Wie viel Geld haben wir denn jetzt insgesamt? 190 Goldstücke. Oh, das ist das neue Inventar. So sieht das Inventar aus, ne? Ah, gefällt mir. Hoppsa, falsche Taste. Was will er denn jetzt? Ich will zu den Docks gehen, danke. So, nein, wir holen uns jetzt natürlich noch den Kurzurlaub. Das muss sein. Einfach um jede mögliche Option ausgeschöpft zu haben. Richtig. So, was gibt's denn hier noch so? Wer sind sie und was machen sie da drin? Schon mal die Legende vom mächtigen Guybrush gehört. Aber wir fragen jemanden nach der Legende. Naja. Aber seine Geschichte kommt nirgendwo so gut an, auch in der Bücherei, die ganzen Bücher von ihm sind ja nicht so der Reißer. Ja, es ist, weißt du, wenn du als Held, der du unter Aufopferung deines Lebens die Welt gerettet hast, wirst du immer zerrissen von den Massenmedien. Ja. Ich meine, guck dir Guybrush an, er ist ein ehrenhafter, selbstloser Mann. So, wir gehen uns jetzt noch den Kurzurlaub holen. Und dann ist die Frage, was wir als nächstes machen. Werden wir quasi uns das Kostüm besorgen und direkt auf die Party gehen oder wollen wir uns erst noch den Affen besorgen? Ja, wir können uns auch erst noch den Affen besorgen. Ja? Ich glaubte nämlich zumindest, dass es da das letzte Kartenstück gab. Ich weiß nicht mehr, was die Zahl war. Kacke. 26 Rot, schon wieder. Probieren wir es. Kacke, ich hab die Zahl vergessen.
Ja, wenn ich mal gleich einen kurzen Cut, dann müssen wir warten wir dann, bis ich die richtige Zahl weiß. Ich glaube, es war 29. Ich habe selber auch nicht aufgeachtet. Ich hatte mir gerade eine Zigarette gedreht. 19 war es. Ich wusste aber was mit 9. Ach, Kacke. Ja. Just weren't betting on the right number. Know what I mean? Thanks anyway. So, gut, dann was für ein wundervoller Tipp. Vielleicht setzt du einfach nicht auf die richtige Nummer, verstehst du? Klar, ist logisch. Ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut und besorgen uns nochmal die richtige Zahl in der Zeit. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und wir haben den Kurzurlaub gewonnen. Thanks to everybody for playing. Can't we play again? I want to win some more. Oh, ich will noch mehr gewinnen. Nun, nein. Hey, what's behind you? What? Where? Huh? Hey. Geil. So, wir gucken mal, wo ist denn hier. Wochenendeausflug auf Hook Island. Ja, ich will da jetzt hin. Das klappt nicht. Naja, vielleicht können wir das ja später nochmal benutzen. Und dann gehen wir uns jetzt den Affen besorgen. Den wir ja brauchen. Ich weiß gar nicht, ob das unter die Quälerei fällt, wenn man einen Affen als Schraubenschlüssel missbraucht. Psst, Spoiler doch nicht. Die Leute wissen doch noch nichts davon. Wir holen uns einfach mal den Affen. Wer würde denn auf so eine dämliche Idee kommen? Ja, nee, stimmt aber echt. Hätten wir uns da letztens nicht kurz drüber unterhalten, wäre ich da nie drauf gekommen, glaube ich. Oder erstmal nicht. Siehst du, ich habe zum Beispiel, wo du gesagt hast, Wasserfall, wusste ich auch erstmal gar nicht mehr. Hä, Wasserfall? Was für ein Wasserfall? So. Dann gehen wir mal hier runter. Holen schon mal eine Banane raus. Guck hier, wir haben uns den Rock'n'Roll Porzellanteller geholt. Nämlich im Antiquitätenladen. So, benutze Banane mit Metronom. Hey, what'd you do to my piano player? Ja, und dann nehmen wir uns den Affen mit. Schwupp, mal schnell einen Mantel gestopft. Er steckt sich's in den Mantel, Simon steckt sich's in den Hut. Ja. Im Geisten fand ich, das war beim ersten Simon-Teil, wo er sich eine ganze Leiter in den Hut gesteckt hat. Ja, ich finde eh geil, was der sich so also manchmal in sein Hütchen zaubert. Ja, Mann. Na gut, er ist ja auch ein Zauberer. Aber vor allem interessant.